Und schon sind wir wieder da bei timetodo.ch. Heute bei mir zu Gast Dagmar Neubronner. Bisher zu Gast war noch ihr Sohn, der Moritz Neubronner, der junge Mann, der, wie gesagt, nur 2 Jahre die klassischen Schulen besucht hat. Und wir konnten uns selbst ein Bild davon machen, was er für ein junger, fantastischer Mensch geworden ist, der mitten im Leben steht, sich klar und deutlich formulieren kann und auch noch Hobbys hat, denen er nachgeht und diese ausübt. Und die Prüfung mit Bestnote abgeschlossen hat, wieder mal kein Beweis, dass unser Schulsystem besser ist. Nein, dass es auch andere Systeme gibt, die mindestens genauso gut sind. Wir sollten vielleicht mehr darüber nachdenken, wie wir Freiheiten zulassen, anstatt immer mehr zu regulieren und immer mehr junge Menschen in ein Standardmaß hineinzupressen. Aber darf ich nochmal zurückkommen auf unser Thema, Dagmar? Da gibt es ja noch einen jungen Franzosen, von dem habe ich vor kurzem im Internet gehört, der auch, glaube ich, überhaupt nie in der Schule war. Ja, und heute also mehrsprachig und ein Geschäftsmann, erfolgreicher und Filmemacher und ich weiß gar nicht, was er alles macht. Wie hieß er nochmal? André Stern. Er ist einer der Hauptsprecher bei der Konferenz im Herbst in Berlin, wo es darum geht, diese Bildungsfreiheit, dieses Recht der Kinder individuell zu lernen, in Deutschland auch einen Schritt weiterzubringen. André Stern, und der hat dieses Buch geschrieben, und ich war nie in der Schule. Das ist ein Bestseller. Und ja. Er hat übrigens jetzt noch ein Buch geschrieben, was in dem Zusammenhang auch ganz wichtig ist. Das heißt, Mein Vater, mein Freund. Denn dadurch, dass er nicht in der Schule war, hat er ein viel engeres Verhältnis zu seinem Vater bekommen und konnte von ihm lernen. Und wenn man die heute miteinander sieht, es hat auch ein wunderschönes Titelfoto, dieses Buch, wo man ihn mit seinem inzwischen natürlich alten Vater sieht. Er ist, André Stern ist Anfang, Mitte 30, hat jetzt selber ein Kind. Und da gibt es einfach wunderbare Beispiele auch natürlich. Fantastisch. Ja. Also ich habe auch mir dieses Video auf YouTube angeschaut. Und so ein, und ich habe immer das Gefühl, ob ich mit deinem Sohn spreche oder mit den anderen Kindern, die ich kennenlernen durfte von Müttern, die diesen Weg gewagt haben. Also es kommt mir so vor, als hätte ich freie Menschen vor mir. Ja. Und dieses Klassische, was heute in der Schule gemacht wird, da werden die Kinder zurechtgeschliffen. Und das ist in meinen Augen fast ein Verbrechen an den Kindern. Wir tun da keine Bildung ihnen vermitteln. Wir zwingen sie, Inhalte aufzunehmen. Und jetzt kommt ja der Gag. Ich erinnere nur an Axel Glitzke, der bei mir war, das Thema ägyptische Pyramiden. Noch heute wird in den Schulen unterrichtet, dass Pyramiden Grabmäler sind. Noch nie wurde in der Pyramide eine Leiche gefunden oder ein toter Pharao oder was, sondern immer nur in Grabstätten unter der Erde. Und solche Dinge und die Menschen, die Jungen, die spüren das, dass das nicht stimmt, müssen aber trotzdem diesem System folgen. Und das ist in meinen Augen unmenschlich und hat auch nichts mehr für mich viel mit modernen Systemen zu tun. Das ist alles Schnee von gestern. Ja, und es ist aber auch nicht so zufällig, wie man meint. Auf der Ebene der Lehrer und auf der mittleren administrativen Ebene gibt es da sehr viel guten Willen, auch sehr viel Unwissenheit über Bildungsfreiheit in anderen Ländern. Aber Schule wurde eingeführt aus ganz anderen Gründen, als wir denken. Ich habe ja dieses Buch herausgebracht von einem bekannten amerikanischen Lehrer, Verdummt nochmal, was Kinder in der Schule wirklich lernen. Und der hat das ganz, ganz klar formuliert, dass die eigentlichen Ziele der Schule, da gibt es einen unsichtbaren Lehrplan, nämlich Verwirrung stiften. Das Kind kann nie irgendwas zu Ende machen. Das Kind lernt, dass es sich im Grunde den Vorstellungen des Lehrers einfügen muss und einschleimen muss, um Erfolg zu haben. Es muss sein Interesse auf Kommando ab- und anschalten. Es hat keine Privatsphäre. Im Gegenteil, die Schule regiert noch über die Hausaufgaben und die Zensuren bis nach Hause hinein. Und was mich sehr beeindruckt hat, ist, dadurch, dass es Zensuren gibt, ist es praktisch, hatte ich mir vorher nie klar gemacht, eine mathematische Notwendigkeit. Norbert, wenn es Noten gibt, dann gibt es ja auch einen Durchschnitt. Und wenn es einen Durchschnitt gibt, dann heißt das automatisch, dass die Hälfte der Kinder unter dem Durchschnitt ist. Das ist ja die Definition von Durchschnitt. Genau, klar. Das heißt, die Hälfte der Kinder in jeder Klasse fühlt sich von Anfang an schon minderwertig, weil sie unter dem Durchschnitt sind. Und die andere Hälfte kämpft um die ersten Plätze. Und was das mit dem Selbstbewusstsein der Kinder macht, ist ungeheuer. Und das sehen wir aber gar nicht. Wir denken, die Kinder lernen Englisch in der Schule. In Wirklichkeit lernen sie, Gatto schreibt,
sie lernen, ihren Platz in der Pyramide einzunehmen und gute Ägypter zu sein. Also ganz klar die Hierarchie, da bist du bist ein Hauptschüler oder da bist du bist ein Abiturient und das, du bist was Besseres. Der Mensch fängt erst beim Abitur an und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn man, wo du jetzt von anderen Beispielen schreibst, wenn man sich die Liste der Nobelpreisträger und berühmten Erfinder und so weiter anschaut, die Zahl der Schulversager oder wenn es sich um Amerikaner handelt zum Beispiel oder Engländer, der Leute, die als Kinder nicht in der Schule waren, ist unglaublich hoch. Edison war ein Homeschooler. Albert Schweitzer hat nur das Abitur geschafft, weil seine Mutter irgendwann in die Schweiz gegangen ist und mit ihm da gebüffelt hat, damit er dann das Abitur machen konnte. Er war ein totaler Schulversager, denn gerade die Kinder, die selber denken, passen natürlich nicht in das System, denn das System bringt den Kindern bei, vorgefertigte Lösungen zu kreieren. Ich habe das, als ich jetzt meinem Sohn natürlich auch geholfen habe und ihn unterstützt habe, überwiegend moralisch, denn ich habe nicht so viel behalten aus meiner Schulzeit, sich vorzubereiten auf die Prüfung, das war es für mich ganz deutlich. Es war ganz oft so, gerade in Mathe, dass er dann anfing, mir was vorzurechnen. Und ich sagte, was? Hä, was macht der denn da? Weil das nicht der übliche Weg war. Und ich dann ein paar Mal sind wir richtig aneinander geraten, weil ich sage, nein, nein. Und er doch. Und dann, wenn er dann zu Ende war, dann stellte ich fest, ja, er kam völlig zum richtigen Ergebnis, aber auf einem ganz eigenen Weg, den er sich in dem Moment ausgedacht hatte sozusagen. Also ganz eigenständig. In der Schule lernt man aber Schema F und man soll es nicht anders machen. Als mein jüngerer Sohn, der ja nie wirklich zur Schule gegangen ist, länger als ein paar Tage am Stück, da war er mal ein paar Tage so mit Schultüte, um es überhaupt auszuprobieren, konnte schon lesen und schreiben, das hatte er sich irgendwie selber beigebracht. Ja, aber er schrieb die Buchstaben ganz anders, als man das in der Schule lernt. Da muss man nämlich das A so schreiben, dass man erst den Strich macht und dann den Strich und dann den Strich. Und er hat das aber irgendwie anders gemacht. Er hat eine schöne Schrift. Aber die Lehrerin fand, nein, also das geht ja nun nicht. Und hat ihm dann so eine Tabelle mitgegeben, wo das so mit kleinen Pfeilen vorgegeben war, wie man das richtig schreibt. Und er hat sich damit einen Nachmittag amüsiert, hat sich kaputt gelacht, wie lustig die Bewegungsführung war. Aber er hat weiter so geschrieben wie er. Und wen stört es denn, wie er die Buchstaben schreibt? Man kennt ja auch heute das Problem der Links- und Rechtshänder. Ja, Ein Linkshänder kann nie ein A so schreiben wie ein Rechtshänder, weil er den Stift ganz anders hält. Und wenn er so schreiben will, wird er alles verwischen. Ja. Er muss schon mal anders schreiben. Ja. Und wie gesagt, das sind für mich alles diese Unsinnsdinge. Ja. Ich sage, wir haben ja in unserem ganzen Systemwahn so viele Dinge so lang verklausuliert, bis am Schluss irgendein Unsinn rauskommt. Aber wie gesagt, wir haben leider keine mutigen Menschen in diesen Ministerien und in diesen ganzen Ämtern. Es kommt. Auf dieser Konferenz, da sind wir sehr erfreut, wie hoch das Interesse aus der Politik auch ist und wie viele Politiker offensichtlich merken, also irgendwie so richtig geht es nicht weiter. Und ich hoffe, dass bald der Punkt kommt, wo die Politiker auch merken, sie können damit punkten, den Bürgern mehr Freiheit anzubieten und nicht immer nur mehr Reglementierung. Jetzt kann man wieder darüber streiten, wie frei sind Politiker. Ja, ist ein anderes Thema, aber der gute Wille ist bei vielen vorhanden. Aber wir sind ja, das ganze System ist ja immer noch so ein in Anführungszeichen Leistungssystem. Und dieses Leistungssystem-Thema hängt ja wieder zusammen mit dieser ganzen neoliberalistischen Wirtschaftspolitik, ewiges Wachstum, Wettbewerb. Warum werden wir in der Schule so erzogen? Weil wir später mit Ellbogen arbeiten müssen. Und du siehst es doch heute, ich meine, es gab Zeiten, da gab es mehr Arbeitsplätze als Arbeiter. Heute ist es umgekehrt, ganz klar. Elektronik und Mechanisierung sind der größte Jobkiller überhaupt. Das bedeutet, dass es immer weniger Arbeit gibt für immer mehr Menschen, die dahinter stehen. Also was macht das System? Das System denkt, sind wir mal clever, legen wir die Messlatte immer höher. Das heißt, die strampeln sich und eigentlich kann ich heute schon allen in der Schule sagen, nur jeder Sechste von euch findet einen Job, egal was ihr macht, weil es einfach nicht mehr gibt. Ja. Nur das sagt man den Kindern natürlich nicht. Und da sind für mich noch viele Dinge, die einfach politisch, gesellschaftlich gelöst werden müssen, bis wir erkennen, wir sind es unseren Kindern schuldig, ihnen eine Bildung angedeihen zu lassen, die ihrer würdig ist und nicht, weil wir es uns als Erwachsene so vorstellen und irgendwelche Marionetten erziehen wollen. Ein weiteres Problem ist ja auch, dass sich das Wissen
heute in einem solchen Tempo vergrößert, abgesehen ja von dem Bewusstseinswandel, der sich parallel dazu auch noch abspielt, dass praktisch, da kommt überhaupt kein zentralistisch ausgetüftelter Lehrplan hinterher, sondern die Kinder müssten im Grunde die Möglichkeit haben, ihrem Herzen zu folgen, ihren Interessen, und dann wären sie ruckzuck in der Lage, wirklich an der Spitze des Wissens mitzuschwimmen und von da aus innovativ weiterzugehen. Wir sehen doch, wie die Kinder uns lässig überholt haben in Bezug auf Computertechnik und wie es ja im Anfang eine Phase gab, wo die 15-, 16-Jährigen hochbezahlte Berater auf einmal waren, weil sie mit dieser Technik umgehen konnten und Netzwerke erstellen konnten. Das haben sie nicht in der Schule gelernt, sondern... Und jetzt, wo... Faszination? Das hat sie einfach interessiert. Sie kommen ja extra auf diesen Planeten, um was zu tun. Und gerade auch zum Beispiel die Physik. Also ich habe ja in meinem Verlag einen Autor, der zu seiner Zeit, der übrigens auch nur 3 Jahre zur Schule gegangen ist, das amerikanische Universalgenie Walter Russell, der war eigentlich Maler, Bildhauer, Architekt, hat Häuser gebaut, hat die erste Eigentümergemeinschaft erfunden praktisch für ein Hochhaus, was gebaut wurde, aus lauter als Kooperative gestrickt war. Er war also gesellschaftlich ganz aktiv und hat gleichzeitig aber auch immer innere mystische Erlebnisse gehabt, wo er im Grunde Informationen erhielt über die Grundstruktur des Universums und Gesetzmäßigkeiten und war, wie gesagt, Künstler, Walter Russell, und hat dann irgendwann mit 56 hat er so tiefe Einblicke bekommen, dass er gesagt hat, Mensch, das muss die Welt wissen, wie die Welt eigentlich funktioniert, wie die Physik eigentlich funktioniert, und hat gedacht, er wendet sich jetzt mal an die führenden Physiker, das ist doch irgendwie nötig, dass sie das erfahren, und um sich darauf vorzubereiten, hat er sich dann mal ein Physikbuch gekauft. Und hat dann irgendwie gemerkt, erstens verstehe ich kein Wort, ja, weil es so kompliziert alles ist. Und Kraft seiner natürlichen Intelligenz hat er dann natürlich sich da reingefuchst und hat gemerkt, das ist ja alles vollkommen falsch. Das ist ja wie wenn man erzählt, die Erde ist eine Scheibe und wird von Elefanten getragen oder was. Das stimmt gar nicht mit dem überein, was er in seiner, ja, in seinen außersinnlichen Erfahrungen, wo er eben in seiner Wahrnehmung nicht durch seine Sinnesorgane und sein Gehirn begrenzt war, erkannt hatte. Er sagte, das, was ich erkannt habe oder was mir gezeigt wurde, ist so, wie wenn man sich vorstellt, die Welt ist ein buntes Kaleidoskop und ständig tut sich da was und dann geht das rote Steinchen dahin und so und so und es ist eine unglaubliche alles Vielfalt. Alles in Bewegung und Veränderung. Genau. Und dann kommt jemand und führt dich praktisch dahinter und zeigt dir, eigentlich sind es nur 3 Spiegel, die so senkrecht aufeinander stehen und ein paar bunte Glasscherben. Und auf einmal siehst du die ganz einfachen Grundlagen und Gesetzmäßigkeiten, die dieser unüberschaubaren Fülle zugrunde liegen. Und das hat er erfahren dürfen. Und gerade weil er kein Wissenschaftler war, hat er es eben in einer Weise dann ausgedrückt und niedergelegt, die einfach ist. Und er sagte, die Welt ist einfach, Gott ist einfach und die Gesetzmäßigkeiten sind einfach und jeder Mensch mit einer normalen Intelligenz muss das verstehen können. Und wenn das nicht der Fall ist, dann stimmt was nicht. Und hat dann eben, ich habe das jetzt mal mitgebracht, weil ich nämlich in der Schweiz jetzt darüber eine Seminarreihe gebe. Ja, und er war, glaube ich, auch in der Schule, gell? Walter Russell? Ist mit 9 Jahren, Walter Russell, ich zeige das mal eben hoch, ich hoffe, man kann es sehen. Du sprichst, gib es mir, ja. Während du sprichst, kann man das genau. Dann einblenden? Er ist mit 9 Jahren aus der Schule genommen worden, weil die Familie Geld brauchte. Er hat dann als Kassenjunge gearbeitet und hat sich dann so hochgewühlt, hat dann Orgel gespielt, einfach aus Interesse gelernt, hat sich damit den Unterricht verdient, um selber Zeichenunterricht zu nehmen und so weiter. Und hat dann eben zum Schluss diese Erleuchtungserfahrungen gehabt und hat sie so einfach formuliert, war aber natürlich seiner Zeit ganz weit voraus. Dieser Kurs hat über 500 Seiten, sind 12 Einheiten, und im Grunde beschreibt er das, was jetzt mit uns allen passiert. Das heißt, das heißt ja Fernstudienkurs kosmisches Bewusstsein. Ich lese es gerade mit Faszination. Ja, ich darf es gleich kurz mal vorlesen. Fernstudienkurs kosmisches Bewusstsein, transformierendes Studium von universalem Gesetz, natürlicher Wissenschaft und lebendiger Philosophie.
Deutsche Ausgabe des Home Study Kurs von Lau, das ist seine, ne? Frau, ja. Und Walter Russell. Und dann ist es auch noch mit Anmerkungen versehen von einem Yasuhiko Genku Kimura und Lara Lindo. Und natürlich vom Genius Verlag und von dir übersetzt ins Deutsche. Ja. Wenn ich jetzt das mir vornehme, ja, was unterscheidet darin von der heutigen klassischen Physik? Was ist der Unterschied? Ist es die Erklärung? Weil Dinge von der klassischen Physik können wir ja nicht widerlegen. Es gibt ja ein paar Sachen, die stimmen auch. Gott sei Dank. Natürlich. Ja. Was macht er anders? Bringt er es anders in den Zusammenhang? Nein, sondern es ist so, die klassische Physik, es ist ja eigentlich immer so im Laufe der Wissenschaftsgeschichte, wenn jetzt zum Beispiel Newton die Schwerkraft entdeckt, ja, dann hat er damit ja recht, ne? Wenn du jetzt den Ordner runterfallen lässt, dann, oder loslässt, fällt er runter. Völlig klar. Dann kommt die Quantenphysik. Und da ist die klassische Physik eigentlich nur ein Spezialfall. Das heißt, unter bestimmten Bedingungen fällt der runter, im Weltraum ist Schwerelosigkeit, fällt er schon nicht runter und so weiter. Und Walter Russell sagt zum Beispiel zu Newton, der Apfel, Newton hat ja immer gesagt, also da ist der Apfelbaum und dann fällt der Apfel runter. Ja? Und das ist die Schwerkraft und das ist ein physikalisches Gesetz und das ist eine ganz grundlegende Sache. Und da sagt Walter Russell, ja, das stimmt. Aber was Newton noch nicht gesehen hat, ist, der Apfel steigt ja auch wieder auf. Denn wenn er nämlich gegessen ist oder verfault ist und so weiter, geht er ja durch den ganzen Weg durch die Erde und steigt praktisch auf und durchläuft praktisch den gesamten Kreislauf, bevor er dann auf einmal wieder oben am Baum hängt. Wie kommt er denn dahin? Ja? Wenn immer nur alles runterfällt, geht ja gar nicht. Das heißt, wir haben die Gravitation und wir haben auch ja die Levitation, also die Leichtigkeitskraft. Und Walter Russell stellt ganz viele physikalische Tatsachen, die uns klar sind, in einen umfassenden Zusammenhang, wo sie auf einmal zusammenpassen mit den spirituellen Erkenntnissen. Es ist ja in den letzten Jahrhunderten so eine Spaltung aufgetreten zwischen Spiritualität und innerem Wissen und Physik. Ja? Mit der Physik baue ich Technik und mit der Spiritualität rette ich meine Seele. Das war immer so dann so die Aufspaltung. Und hier kommt auf einmal beides wieder zusammen. So wie ja auch die ganz moderne Physik sagt, die Aussagen der Veden oder selbst jemand wie Jesus sagt, er im Grunde war ja ein Physiker. Er hat eigentlich die Gesetze gelehrt. Und unser Universum ist eben nicht eine Einbahnstraße, die irgendwie dem Wärmetod entgegenwest und mal in einem Urknall entstanden ist und jetzt so irgendwie so sich verleppert, sondern es ist wie so ein Nullsummenspiel. Es ist rhythmisch, es pulsiert und insgesamt ist immer alles im Gleichgewicht. Und Gewicht ist überhaupt nur da spürbar, wo etwas nicht am richtigen Ort ist. Das heißt, in dem Moment, wo die Erde genau an dem Ort ist, wo sie hingehört, hat sie eigentlich gar kein Gewicht. Deswegen fällt sie auch nicht runter. Ja? So, und da, ich kann das jetzt nicht alles ausführen, aber im Grunde nimmt er uns mit, führt uns hinter das Kaleidoskop und sagt, die Naturwissenschaft ist die ganze Zeit damit beschäftigt, und das ist ja auch okay, das Kaleidoskop zu untersuchen. Da fällt jetzt das Steinchen und jetzt bewegt sich das und von hinten kommt das. Und wenn ich jetzt ganz viel rechne mit solchen Computern, dann kann ich ausrechnen, wann das grüne Steinchen da ist und so weiter. Okay, kann man machen, aber man erfährt natürlich dadurch nichts über die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten. Und in dem Moment, er nimmt ganz, ganz viele Dinge vorweg, die uns jetzt in diesem Zeitenwandel, in diesem bewusstseinserweiternden Prozess, in dem wir drin sind, deutlich werden und ganz viele Erfahrungen auch. Also Tesla, der berühmte Erfinder, hat zu ihm gesagt, Junge, pack das mal für 1000 Jahre in einen Safe, du bist deiner Zeit einfach 1000 Jahre voraus. Das ist, die Welt ist das noch nicht reif. Das muss Tesla ja auch feststellen. Genau. Und jetzt beschleunigt sich aber die Zeit und ich habe den Eindruck, die 1000 Jahre sind einfach schon eher rum, sie sind um. Wir sind jetzt reif und dieser Fernstudienkurs, ich gebe ja schon länger, ich beschäftige mich eben seit fast 20 Jahren mit Walter Russell, weil er mich total fasziniert, weil es für mich, ich
bin ja auch Naturwissenschaftlerin von meiner Ausbildung her. Gleichzeitig wollte ich immer schon wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält und was das eigentlich für ein Spiel hier ist. Und dies ist eine Möglichkeit, spirituelle Zusammenhänge zu verstehen, ohne seinen Verstand an der Garderobe abzugeben, ja, was viele. Das heißt, du musst nicht nach Indien in Ashram, um Spiritualität zu lernen. Genau, ich darf meinen Verstand mitnehmen. Und gleichzeitig kann ich auch, wenn ich mich darauf einlasse, kann ich es auch selber erleben. Und da viele Menschen sowieso ja heute ganz viele Dinge erleben und selber kurz vor der Schwelle sind zum kosmischen Bewusstsein, ist es auch eine Hilfe, weil viele Leute ja heute das Gefühl haben, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich glaube, ich werde verrückt. Ja? Nein, sie werden nicht verrückt, sondern wir wachsen und das Bewusstsein erweitert sich. Und da ist dieser Kurs eben eine ganz wichtige Hilfe. Und die Firma Fostag, die, glaube ich, bei dir auch schon hier zu Gast war. Ganz faszinierend, Alexander Dr. Döb, Glock. Alexander Glock. Genau, ja. Die haben mich eingeladen, weil sie eben auch für einen Mensch, das passt ja wie die Faust aufs Auge, Walter Russell hat ja da, wir ziehen am gleichen Strang. Man kann also diesen Kurs dann kaufen und ich gebe dann, man kann das zu Hause im Eigenstudium, im Fernstudium durcharbeiten und auf sich wirken lassen, dass es auch wirklich einsinkt, denn man kann das nicht nur mit dem Verstand erfassen. Das ist mir auch so gegangen. Ich habe ja, wie gesagt, einen sehr guten Schulabschluss und ein gutes Studium und bin wirklich... Und bist eigentlich schon ein starker Kopfmensch gewesen. Natürlich, bin einfach intellektuell sozusagen Klar. geprägt. Und wenn ich was verstehen will, dann verstehe ich das auch normalerweise. Mhm. Und mit diesem Autor, Walter Russell, ist es mir zum ersten Mal so gegangen, wenn ich es gelesen habe, dann hat alles in mir gesagt, ja, ja, das stimmt, das stimmt. Aber es war so, es war dann wieder weg. Ich hätte es dann nicht erklären können. Mhm. Und erst im Laufe der Jahre konnte ich es erklären. Und jetzt ist es eben so, man kann diesen Kurs eigenständig durcharbeiten. Und es gibt dann eben alle Vierteljahr so ungefähr ein Wochenendseminar in den Räumlichkeiten der Firma Fostag in Bichwil, wo man dann praktisch die ganzen vorbereiteten Fernstudenten dann zusammenkommen. Und das ist natürlich eine eigene Kraft, wenn diese ganzen Menschen, die da auf dem Weg sind und sich damit beschäftigt haben, allein schon zusammenkommen, passiert schon ganz viel an Vernetzung. Und wo wir dann eben praktisch wirklich gucken, wo sind die Fragen, was bedeutet das, wenn ich es wirklich erfahren will und nicht nur mit dem Kopf erleben will, wo wir auch dann Übungen machen und wo man alles Unverstandene klären kann und wo man sich wirklich vernetzen kann und das andocken kann an das, was wir schon in unserem Bewusstsein haben. Ich freue mich einerseits total darauf, habe auch natürlich ein bisschen, ist sehr aufregend, aber ich habe ja nur ein bisschen reingeschaut in das Thema und ich muss sagen, ich habe da 2, 3 Sätze gelesen, die mich schon fasziniert haben. Ja. Auch zu dir zu sagen, kann ich da auch mal reinschmökern? Klar. Denn genau da zum Beispiel eines der ersten Kapitel ist Meditation wissenschaftlich erklärt. Ja. Das ist genau das, was wir brauchen, wenn du der Masse der Menschen, die sich nicht mit fernöstlichen Philosophien beschäftigen und wer tut das schon im normalen Leben, wenn du zu dem Meditation sagst, sieht er dich gleich irgendwo sitzen, immer Schwall von Räucherstäbchen und und kann sich gar nicht vorstellen, was passiert. Ja. Genau. Da geht es aber genau hin, diese Dinge, die uns heute helfen, die uns heute helfen, unser Inneres zu finden, die uns helfen, die Welt von einem anderen Gesichtspunkt aus zu sehen, die müssen wir heute verstehen und nicht den alten Seich, hätte ich jetzt beinahe gesagt, nicht den alten Kram, den schon unsere Großväter gelernt haben, den müssen wir nicht wiederholen. Sag uns nochmal genau, wir rasen schon wieder, noch 3 Minuten, glaube ich, haben wir auf Sendung. Wann sind diese Lehrgänge und wenn ein Zuschauer Interesse hat, wo kann er sich denn hinwenden? Er wendet sich an www.fostag.ch. Mhm. Das ist hier in Bichwil, die Firma Fostag, die ja auch ganz wunderbare Produkte herstellt, die ich auch selber sehr schätze. Und der erste Kurs ist Ende November, das erste Wochenende, ist kein Wochenende, es ist Montag und Dienstag. Es kann nicht alles am Wochenende sein, es geht so ein Wochenende gibt es nicht. Genau. Und dann ist es eben alle 3 Monate, ich weiß die Termine jetzt nicht auswendig, aber wer eben unter Fostag.ch schaut, findet das. Und es sind eben 4 Wochenenden und man kriegt dann eben diesen gesamten Lehrgang. Ich kann das nach meiner Geschwindigkeit studieren oder gibt es festgelegte... Natürlich, nur wir machen natürlich, es sind insgesamt 12 Einheiten und wir machen dann eben... Immer nach 3 Einheiten machen wir das Wochenendseminar, damit wir auch wissen, diese 3 Kapitel oder Einheiten, darum geht es jetzt. Und da kann ich alle meine Fragen, die ich habe, aufschreiben. Und
Erfahrungsgemäß sind die Leute, die mit Walter Russell in Resonanz stehen, wunderbare Leute. Und es ist auch gerade, wir sind alle total intellektuell geprägt heute. Dafür sorgt auch die Schule. Und hier haben wir die Möglichkeit, unseren Verstand mitzunehmen. Das senkt auch die Angst vor diesen Erfahrungen, die jetzt auf uns zukommen durch die Zeitenwende. Ein schöneres Schlusswort konntest du nicht sagen. Das ist das, was die Menschen loswerden müssen, ihre Ängste und sich öffnen für neue Horizonte. Dagmar Neubronner, ganz herzlichen Dank, dass du wieder einmal den Weg in die Schweiz gemacht hast. Ja. Schön. Ich würde gerne auch noch mal kommen, wenn so ein Seminar ist, zu Vostag und würde gerne mal mit ein paar Leuten sprechen, super, wie die das jetzt empfinden, wenn sie das so gelesen haben und wie sie das vergleichen zu dem, was sie vorher hatten, ist immer toll. Den Zuschauern will ich auch immer gerne zeigen, was so die Ergebnisse sind. Und wir werden natürlich auf unserer Website die Termine veröffentlichen unter aktuell, dass interessierte Zuschauer auch da nachschauen und nachlesen können, wann das soweit ist. Ich wünsche dir alles Gute, natürlich deinen Söhnen alles, alles Gute und freue mich auf unser nächstes Treffen. Danke, Norbert. Liebe Zuschauer, das war's schon wieder heute mit timetodo.ch. Ein wieder spannendes und tolles Thema. Ich möchte nochmal erinnern, wenn Sie Interesse haben an diesem Fernstudium von Walter Russell, dann gehen Sie auf unsere Homepage www.timetodo.ch. Unter aktuell finden Sie die einzelnen Punkte. Ihnen einen schönen Abend noch und eine wunderbare Nacht. Bis dahin.